Herzlich willkommen bei Toyota und Tesla 12. Der Video wird für meine Webseite schlüsselzylinderankauf.ch hergestellt. Und heute steht im Mittelpunkt Kaba Mechanikprodukt. Die werde ich euch genau vorstellen und so. Von Kaba 8 über Kaba 20 bis zu Kaba Star. Und dann werde ich am Schluss vom Video auch noch zeigen, wie man den korrekt einbaut. Und sonst noch Hinweise geben. So, und jetzt beim System KB8. Dort ist ja der Name Programm. Sind 8 Stifte einbauen und so. Im Zylinder. Das ist einfach, sind jetzt Serienschliessungen und so. Also immer wenn da steht AS, ja, ja. AS, das ist einfach eine Serienschliessung, wo es einfach drei Schlüssel gibt, wenn man nichts anderes bei der Bestellung aufgibt. Und dann ist ja einfach die Standardlänge, Doppelzylinder sind einfach 32,5 mm pro Halbseite. Das heißt insgesamt ist der 65 mm lang. Und dann gibt es ja wiederum andere, da so einen sehr langen. 72,5, das ist 72,5 mm lang und da einfach 32,5. Für sehr dicke Türen oder so wird der gebraucht. Und da ist halt einfach ein bisschen schwieriger beim KB8, da muss man auch sagen. Da gibt es einfach die Einschränkungen und so bei der Länge, dann gibt es am Schluss nur noch Sprünge von 10 mm wiederum. Bei KB20 und KB Star gibt es so Stufensprünge von 5 mm. Also wo man schön kann, das schön passt, weil ihr dürft nicht mehr als 3 mm überstehen. Aber das werdet ihr am Schluss sehen. Dann hier ist eine Art auch wieder von der Länge her gleich. Der auch, der ist sogar neu da, mit dem roten Ring, das ist immer so ein also mit einem roten Ring, einem blauen Ring. Dann gibt es auch verschiedene Zylinder, da mit dem Verschlusszylinder. Der hat sogar einen 5000er, einen Hauswartschlüssel. Und der ist ja einfach, hat auch wieder 8 Stifte drin. Und der kommt einfach da hinten drauf, einen Riegel und eine Mitnehmerscheibe, wo den macht 90 Grad kann drehen oder 360 Grad, je nachdem wie man bestellt. Dann kann man natürlich auch Schlüssellagen erstellen, da habe ich zum Glück da einen Zylinder, den ich euch zeigen kann. Also der Schlüssel hier hat Nummer 2. Da sieht man jetzt, was eine Art im Zylinder rein, was für Stifte sind. Dann gibt es da natürlich einen übergeordneten Schlüssel, kann man dem sagen. Der ist auch übergeordnet. Der hat da viel mehr Fräsungen, aber schließt auch. Und das ist einfach so, dass dann einfach der übergeordnete mehr kann schliessen und so. Und der untergeordnete, der kann halt nur den Zylinder auftun irgendwie. Zum Beispiel irgendein Hauswart kann rein. Und Wohnungsbesitzer oder Mieter, die können einfach noch ihre Wohnung schliessen. Das sind einfach mal hier die Zylinder und so. Wie auf meiner Webseite angekündigt, sind die einfach so als Doppelzylinder empfehle ich die wirklich nur für drin zu verwenden und so. Oder vielleicht mit einem Gartenhaus, aber sonst ist das halt schon. Das ist ja von 1934, das System, also das ist schon sehr einfach gehalten. Man sieht ja, 8 Fräsungen, also 8 Bohrungen. Und dann einfach ist das so also empfehlenswert für Dinge. Man kann Schlüssel ohne Probleme nachmachen, muss ich auch noch sagen. Mr. Minit und sonst andere Nachschlüssel-Service können das ohne Probleme nachmachen. Ja. Das ist einfach mal hier der Überblick von KB8. So, das ist jetzt der KB20-Zylinder. Das ist eine Weiterentwicklung. Gibt es so seit 1950. Und der hat einfach hier noch ein Büchlein dazu.
Aber mit so einer Sicherheitskarte, die man registrieren kann. Auf kb.ch kann man sich registrieren, dass man der Besitzer ist. Und dann kann auch nur der Besitzer bestellen. Respektive je nachdem, wie man es ausweitet, wie man mit dem Code schafft, der da steht, dann könnte man es auch weitergeben. Aber wenn man natürlich einen Tankcode hat, dann weiss der natürlich hoffentlich nur der Besitzer. Und da ist einfach, da kann man bis zu 20 Stift machen. Das ist ein bisschen etwas anderes. Bei KB8 muss ich auch noch sagen, sind es einfach 8 Stiftserien. Und in einer Schlüssellage müssen es einfach mindestens 7 Stifte sein, wenn sie komplex wird bei KB8. Und da müssen sie einfach schon mindestens 15 Stifte sein. Das habe ich sonst schon im anderen Video erzählt. Schlüssellage Spezialprodukt. Dort werde ich auch noch mehr drauf eingehen und so. Die Angabe ist auch nicht so einfach zu herausfinden, aber habe ich herausgefunden, ist einfach mit Drehknopf. Kann man innen ohne Schlüssel beschliessen. Und dann kann man hier mit Schlüssel in Kupplung ein. Tack. Dann kann man die Tür aufschliessen. Und dann muss man auch noch sagen, die Schlüssel hier, die sind auch, das sind Panzerschlüssel. Das sind eine Art nicht Standardschlüssel. Sind dafür Beschläge mit Schutzbeschlag oder so, sondern Rosette nach vorne dran, da, dass man nicht kann, den Zylinder aufbauen kann. Und das ist einfach andere Schlüssel, aber den habe ich jetzt halt einfach gerade zur Verfügung. Da gibt es einfach hier die Karte dazu. Und da sieht man auch 42,5 steht die Länge. Und dann geht es schon weiter. Dann muss ich auch noch sagen, bei KB20, wenn hier AP da oben steht, das ist einfach Serienschlüssig. Bei KB8 ist es ja AS und hier bei KB-Star ist es AM. Dann hat man einfach Sinn, in willigen Zylinder zu schliessen. Das ist jetzt einfach nicht der aktuellste KB-Star-Schlüssel. Das ist einfach hier der Farbkappenschlüssel. Und der wird ja nicht mehr hergestellt, also nur noch als Nachbestellung. Dann gibt es hier den neuen, der einen Design Award gewonnen hat. Aber ich habe jetzt halt noch den. Und der kann einfach bis zu 26 Stift haben im Zylinder. Ist einfach hier, als Serienschliessung hat der so 17 Stift, aber das ist auch sehr gut. Also mindestens 17 Stift muss er haben. Und ja, je nachdem, schliessanlagenmässig, da kann es halt manchmal schon sein, dass man wegen einem Haupteingang, dann hat es halt nur 10 bis 12 Stifte innen und so. Aber dafür, dem Direktor seiner Türe, hat es dann 26 drin, zum Beispiel irgendwo, Altersheim oder so. Und da habe ich auch verschiedene Zylinder, da sieht man sogar die erste Generation, wo so eingefräst ist da Star im Stern unten dran. Da ist von den Anfangsjahren, so 1984. Hier auch goldig, kann man eigentlich auch nicht kaufen. Habe ich selber so gemacht, aber der nutzt sich halt auch ab vorne, das Gold geht halt weg. Sieht man schon ein aktuelleren. Das ist aber sehr spannend, bei denen kann man das Alter so herausfinden, indem dass man auf den Schlüssel schaut. Dann sieht man es hier schon aktueller, KB-Star. Ah, das ist sogar der hier, wo der Knauf schliesst, ja. Das ist sogar eine Schliessanlage hier. Aber die Angaben, die nützen euch nicht mehr, weil die Gebäude, die sind entweder abgerissen worden, umgebaut worden und die sind einfach jetzt so zum Verkauf verboten, hier ein Zylinder mit 3 Schlüssel. Und der hat jetzt schon ein bisschen mehr, ja, schon ein bisschen mehr, kann man sagen. Oder der ist ja ganz, der hat jetzt richtig viel drin, also der hat sicher mehr als 17 Stift. Und dann sieht man ja einfach, dann wird es aktueller. Dann hier KB-Star, dann hier der aktuellste mit dem Kopierschutz. Dann jetzt einfach kopieren. Dann hat er auch wieder hier die Fräsung. Und da gibt es sehr viele und so. Und bei dem System, das ist wirklich einzigartig. Das ist jeder Zylinder einzigartig. Und man hat so eine hohe
Schliessmöglichkeit, dass man kann da so viel bauen mit dem System, da könnte man auch noch den Mars ausstatten. Also der hat da über Millionen Kombinationen, um die Fräsen und so. Da die Perm-Kapazität ist wirklich mega hoch und so, da wird dann am Computer da ausgerechnet. Da kann man auch schauen, da von der Kappa gibt es ein gutes Video, da sieht man richtig komplizierte Code, und dann wird es so gefräst. Also das ist wirklich Hightech, aber Kappa 20 ist auch sehr gut. Wie gesagt, Kappa 20 ist ja meine Empfehlung für Wohnungsbau, Baustellen, Provisorien und so. Kann man da wirklich sicher bauen damit und so. Es ist schon ein bisschen günstiger als Kappa Star. Pro Zylinder, was erspart man 20 bis 30 Franken, sage ich. Und bei Kappa 8, dort würden wir gerade nochmal so 20 Franken sparen, 30 Franken. Aber das ist je nachdem, wenn man das Gartenhäuser wirklich nur in Kappa 8, dann kann man schon sparen. Aber wenn man halt alles mit einem Schlüssel bedienen will, dann kostet es dementsprechend mehr. Da sieht man auch, ich habe da schon richtig viel. Das sind alles Kappa Star. Da RL, auch wieder Schlüsselanlage und so. Oder da der Beste natürlich. 007, ja, der James Bond. Der hat natürlich auch den goldenen Schlüssel. Der ist wirklich sehr besonders. Im Grunde ist er auch goldig und er ist eben eigentlich auch goldig gewesen, aber ich habe ihn müssen neu besprühen und so. Der ist nicht mehr schön gewesen. So, und jetzt zeige ich noch schnell den Einbau vom Schlüsselzylinder. Da nimmt man einfach, ich nehme jetzt mal den da. Und der wird ja einfach, da muss man einfach immer den Beschlag abschrauben bei Kappa-Zylinder, beim Rundprofil. Und dann setzen wir den einfach, da muss man ein bisschen, das ist ein bisschen eng, amix da zum Einführen. Sonst geht es amix schon besser bei normalen Türen. So, jetzt habe ich das Problem lösen, zum Glück. Da hätte man noch ein bisschen besser ein bisschen nachfeilen mit den Feilen von daher. Das ist die Aussenseite. Ich muss einfach den Beschlag hier abschrauben. Was wir schon gemacht haben. Nehmen wir mal hier als Beispiel den KB8-Zylinder. Da muss man einfach ein bisschen sanft. Ja, der Metallbauer, der hat ein bisschen grosszügig geschafft. So, jetzt. Und dann ist einfach wichtig, den Schlüssel abziehen. Dann, dass er eine schöne Position hält. Da, wo ist die? Da, die Schulbschraube. Einfach immer von Hand festziehen, nicht mit der Bohrmaschine. Dann haben wir einfach hier die Schutzrosette, die kommt oben drauf. Und dann so. So, es muss eben schön passend sein. Das ist eine Art auch Speziallösung von mir. Da ist schon eine knappe Rosette. Aber ist halt das Einzige, was man machen kann. Bei so einem. Und dann, wenn sie installiert ist, das ist ja auch ein Spezialschloss mit zwei Zylinderausschnitten von MSL. Also, wo jetzt zu Assa-Abläu gehört. Und jetzt ist es einfach so. Dass hier zum Beispiel, sagen wir, der Verein kann beschliessen, weggehen. Dann kommt zum Beispiel, muss ein Elektrizitätswerk kommen, hat hier den Kabastar-Schlüssel zum Beispiel. Und dann könnt ihr schliessen, reingehen und ja, warten und so Sachen erledigen. Da ist einfach wichtig, dass man immer den Schlüssel abzieht. Wenn man den Schlüssel nicht abzieht, zum Beispiel den so verdreht lässt,
Dann hat man dann das Problem. Ja, man kann ihn abschliessen. Und wenn man den abschlossen so stehen lässt, kann man nicht mehr aufschliessen, das heisst, man darf auch keinen Drehknopfzylinder einsetzen. Nur solche und so. Das ist einfach ein sehr teures, das würde 300 Franken kosten und so. Wenn man sonst für andere Türen in den Rohrrahmen Modell, dann ist es halt einfach sehr teuer. Wenn man sonst als für eine normale Holztür oder so einsetzt, dann ist es so bei 100, glaube bei 180 Franken oder so, habe ich mal gesehen. Das ist einfach mein Konzept hier mit dem Schutzbeschlag. Schön bündig muss sein, weil der Vorbesitzer hat einfach so gelassen. Und der geht halt nicht. Innentüren ist ja nicht schlimm, aber Aussentüren, da ist sehr einfach abzubrechen und so. Und wie man sieht beim Zylinder, man kann auch vorne eine Rosette aufschrauben, aber das ist nur eine Zierrosette, da kann man im Innenbereich oder so nehmen. Also Aussenbereich braucht es schon eine Schutzrosette, dann gibt es auch noch andere, die den ganzen Beschlag verdecken, aber dann kann man natürlich nicht mehr mit Kabelschlüssel, Kabel-8-Schlüssel kann man den nicht mehr, weil der geht ja nur bis so an und so. Wechsel hat sie auch. Ist einfach nur eine Tourung. Das ist schon ein bisschen wenig, aber sollte 20 mm sein, aber da ist ja dann wahrscheinlich irgendein Schaltraum oder so, dann geht es ja hoffentlich schon. Ja, ich hoffe, das Video hat euch einen guten Überblick gegeben über die Systeme von Kaba. Ich freue mich über ein Abo oder über ein Like. Besten Dank fürs Zuschauen.